Hallo und herzlich willkommen bei Alexander LP Let's Play Dream Simulator 2019 3D zu ICE 4, ICE 1171 und ja, wir fahren mit einer grüne und ja. Die Fahrdienstleitung an 1171, bitte kommen. 1171 hört. Störung. Du fährst außerplanmäßig den 1171. Normal fahren wir den mit einer ICE-1-Einheit. Da sind aber nun einige schon zur Hauptuntersuchung und einige der ICE-1-Leistungen ersetzen wir durch den neuen Vierer. Deshalb fährt dein Zug nicht wie geplant bis Basel, sondern endet schon in Frankfurt, von wo aus dann wieder ein ICE-1 fahren wird. Noch ein Hinweis, aber du hast es sicher schon gesehen. Du hast keinen Zwischenhalt. Der nächste Halt ist Hannover Hauptbahnhof. Gute Fahrt! Ja klar, das habe ich mitbekommen. Dann geht's los. Störung. 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 Ja. Der wieder mit seiner Störung. Also erstmal. Führerraum besetzt. Wie gesagt, ICB machen wir und dann. Wir hier auch essen. So. Jetzt warten wir, bis wir Ausfahrt haben. Geöffnet. Türen geöffnet. Genau, mal schnell so durchgehen. Ja, diesen Geräusch gefällt mir am meisten. 71 ist ein. Ja, das sind die jetzt nicht so hören. Hier ist erst X3 für die erste Klasse. Ja, auch. Passt. So. Federspeicherbremse. Federspeicherbremse. Störung. So, haben wir Störung. Jetzt alles angemacht. Oh, der fährt ja zurück. Störung. Ja, Störung. Führerraum besetzt. Ja, jetzt. Mal kurz die Maus wegmachen. Das brauchen wir nicht. Zugbeeinflussung. Ja, heute fangen wir mal mit der ICE hier. Natürlich, wie immer. Haben wir uns alles befreit. Leider nicht benutzen. Ja,
ganz genau beachten, was wir jetzt gerade machen. Ja, im Metronom wartet auch schon scharf auf uns. Und ja, fahren wir jetzt hier. Fahren wir schon weiter raus. Jo, Meister, machen wir. Sind noch wach. Ist ja jetzt in der Nacht gleich. Also 16:20 Uhr. Meckern. Und ich bin nächste Woche Freitag jetzt auch auf den Gamescom. Da könnt ihr natürlich auch dabei sein. Und dann reden wir. Wer Bock und Laune hat. Ich glaube, ich bin um 11 da und mache bis so wirklich da bei Eros auf Stand. Und guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen herzlich alle in Hamburg Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Intercity Express 1171 auf der Fahrt von Hamburg-Altona nach Basel SBB. Dieser Zug hält unterwegs in Hannover Hauptbahnhof, Göttingen, Kassel, Wilhelmshöhe, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Mannheim Hauptbahnhof, Karlsruhe Hauptbahnhof, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg Hauptbahnhof und Basel Badischer Bahnhof. Unseren Endbahnhof Basel SBB erreichen wir voraussichtlich um 23 Uhr. Bitte beachten Sie zwei Dinge. Zum einen, der nächste Halt ist Hannover Hauptbahnhof. Das heißt, wir halten weder in Lüneburg noch in Uelzen. Sollten Sie sich in diesem Zug befinden und dorthin wollen, das wird jetzt nicht einfach. Kleiner Umweg über Hannover. Was anderes, was etwas wichtiger ist, wir haben eine geänderte Wagenreihung und das bereitet uns natürlich wieder ein bisschen Probleme bei den Reservierungen vor. Sollten Sie eine Reservierung für diesen Zug haben und diese in der letzten Woche getan haben, dann wenden Sie sich bitte an das Zugpersonal, dann werden wir Ihnen entsprechend Plätze zuweisen, da die Systeme das nicht so anzeigen werden. Wir bitten Sie, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ich weise Sie nochmal darauf hin. Nächster Halt ist Hannover. Falls Sie nach Uelzen oder Lüneburg wollten, wenden Sie sich ebenfalls an das Zugpersonal. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, wenn wir jetzt, also ich bleibe dann bis 14.30 Uhr da, weil um 15 Uhr fährt mein ICE wieder zurück nach Frankfurt Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, ich darf Sie nochmal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Dieser Zug endet bereits in Frankfurt am Main Hauptbahnhof und fährt nicht durch bis Basel. Alle Fahrgäste, die Richtung Mannheim, Karlsruhe, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg oder Basel wollten, müssen in Frankfurt am Main Hauptbahnhof umsteigen. Die gute Nachricht, falls Sie Reservierungen für diesen Zug hatten bis dorthin, diese werden dann in dem Zug ab Frankfurt genauso angezeigt, wie Sie reserviert haben. Wir bitten Sie, diese kleine Umstellung zu entschuldigen. Weiterhin gute Fahrt. Ja, bis 14:30 Uhr, weil ich dann wieder zurück nach Frankfurt muss mit die ICE und dann von da umsteigen wieder ICE nach Fulda. Das ist vielleicht für mich dann später fahren, dann muss ich ja im Hotel schlafen, aber dann ist der Ticket von Deutsche Bahn futsch. Da ist die Rote. Hotel ist ja in Köln richtig teuer, wenn so viele Leute, also Leute, über die Messe gehen. Und ich glaube, da ist auch noch ein paar Sachen, Veranstaltungen. So, hier gelangen wir jetzt auf den Tisch. Habe ich immer den Hebel, ich hole jetzt immer den Hebel zurück. Da ist jetzt hier bei diesem hier
ein bisschen schneller wird, müssen wir auch mehr Sie so fahren. Langfahren. Da ist ja 100. Führerzug, natürlich. Immer dabei. Jetzt haben wir 100. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Ja, ich habe jetzt ein. Das ist die erste Zwangs. Zugbeeinflussung. 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 So, jetzt fahren wir wieder. Es tut mir nur maximal 40, glaube ich, fahren. Nehmen wir ein, da steht 85. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Jetzt werden wir die ganze Zeit überwacht. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Das ist jetzt die zweite. Zugbeeinflussung. Schnell, ja, wir dürfen jetzt, glaube ich, nur 45 fahren. Ja, 45. Naja, dann fahren wir halt 45. Wir haben ja auch bis 17:38 Uhr Hannover Hauptbahnhof. Scheiße, habe ich in eine Zwangsmitte, also zwei. Das ist ja scheiße. Zugbeeinflussung. 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 Jetzt. Wir fahren aber trotzdem mal 45. Nee, 80. Sie fahr. Jo, Mama, machen wir. Sie fahr. Ach, nee, aber. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Was war denn jetzt? Diesen scheiß Magnet da unten. Zugbeeinflussung. So, wie schnell dürfen wir jetzt fahren? Na,
80, aber dann wir fahren lieber 45. Ich sowas keinen Bock mehr. Zugbeeinflussung. 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 Müssen wir eine richtig hohe Konzentration haben. Zugbeeinflussung. Weil ich habe jetzt drei Zwangsen bekommen. Zugbeeinflussung. Ja. Zugbeeinflussung. Das ist die IC1. Zugbeeinflussung. 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 Warum ich irgendwie nicht so schnell fahren? Jetzt. Zugbeeinflussung. Vielleicht kommt LZB. Dann können wir am besten besser fahren, weil LZB traue ich mich noch nicht so richtig. Also wir sind jetzt schon da dran, aber eigentlich. Jetzt ist es LZB aus, jetzt ist fleißig immer LZB. Und ich den rollen lassen.
Ja. Schon locker blockig hier fahren. Ja, also Mannschaftsbus kommt noch und Notruf 112, die Feuerwehr mit Aktion. Eurotagsimulator. Und sie kommt auch jetzt mal wieder. Hier weiß ich noch nicht von Vincent Work. Also updated. Da könnt ihr natürlich auch runterschreiben, was ihr denn sehen wollt. Ja. Das wäre mal eine Idee von mir. Das. Dass ihr dann auch das mal aussucht, welche Linien wir fahren sollen, was wir noch nicht gefahren sind. Wenn es im Bock abgeht, dann könnt ihr natürlich noch hier unten schreiben. Ich lese das ja. Eure quasi Kommentare lese ich ja auch nach, ich denke gerade, ich im Bett liege. Und ja. Immer schön LZB an, jetzt schön fahren, 30 und die Fahrt drücken mit der Tasten. Livestream weiß ich noch nicht, wann das kommt. Da neige ich meistens auch spontan. Vielleicht dürfen wir 200 fahren. Das ist extra an den Strecke munter, weil das so für mich und für euch dann ist. Außerdem ist jetzt doch ganz schön lang. Warte, jetzt. Foto für Let's Play Vorschaubild. Ja. Jetzt sind wir wieder rein. So, hier. Naja, wir lassen mal. 160, weil da jetzt auch gleich 160 kommt, habe ich keinen Bock nochmal auf Grenzen liegen. Diefa.
So, jetzt können wir gleich 200 beschleunigen und dann heißt es Ende weg von Astentur kurz. Naja, wir müssen wieder bremsen. So eine Strecke, wo man ganz schnell mal sich austoben kann. Ganz schön krass. Jetzt meine Verhältnisse. Muss ich sagen, das ICE4 von Hamburg nach Hannover richtig gemeint ist, dass man 160, 100, dann auf 200 fährt und dann wieder runterbremst. Aber naja. Beschleunigen doch, dann kommt die Bahn wieder und ist 60. Bevor jetzt jemanden wie in Frankfurt vor einen jemanden schmeißen, aber im Spiel ist es nicht so. Wieder zurück. Joa. Das war jetzt keine kurzen 160 Fahrt jetzt. Naja, jetzt wieder. Jetzt runter auf 140.
Zugbeeinflussung. Das war jetzt knapp. Simulator halt. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Sie fahren. Jo, Mori. Papa. Das ist jetzt oben weggehen. Egal. Ich hab dafür auch OPS jetzt gerade auf. Nehme damit auch jetzt eine Zeit auf. Zugbeeinflussung. Halt die Klappe. Über Uelzenfamilie. Sie fahren. Und dann über Zelle. Dann sind wir dann auch. Ja. Und nicht dann anfangen zu Gas geben können. Glaube ich, das freuen. Fahren wir mal hoch auf 160.
C. Auf 200 Tagen. Aber als ICE-Fahrer würde ich jetzt ausrasten, weil ich 140 fahren muss. Wieder zurück. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Bis 17.38 Uhr. Ja, dann. Boah. Es war da wieder zu Club. Glaube schon.
Jetzt fahren wir wieder 140. Immer diesen H. Dann, wenn man das macht, dann müsst ihr wieder E, dann wieder A drücken. Dann habt ihr gleich Farbe. Das ist gar nichts. Dann bleibt ihr einfach stehen. Also jetzt nicht, aber ist davor. Wir wollen jetzt einen Güterzug. Das sind oh, Menschen. Voilà. Ah ja. Ja, mein Bestes. Sie fahr. Ja. Ja, wieder 140, deswegen lassen wir auf 140, das bringt ja nichts. Oder was meint ihr dazu? Da könnt ihr genau auch mit diesem Video natürlich einen Kommentar schreiben. Diesen gelben Punkt hier, dann wisst ihr ganz genau, dass man runter auf 140. Metronom kommt da gerade. Dann gedüst. Das sieht ja richtig nice aus. Cool. Oh, damit ist ein Programm wieder gehabt. Egal. Dann müsst ihr übrigens ein Killer abonnieren. Zauf. Aber dann. Darauf gucke ich nicht mehr heutzutage. Erst 187 Abonnenten, dann 186. Das ist ja, weil man immer ein bisschen weniger Zeit hat für YouTube.
und seinen Betrieb immer ein bisschen mehr fahren muss. Heutzutage nicht mehr so schlimm. Gleich heizen. Machen wir schon mal den Hebel ganz auf den Tisch. Weil ich das kann. Zurück, weil wir wieder 160 fahren müssen. Wieder ein Spielzeug. Die wollen wir nicht ganz schnell lassen. Zucken entgegen, sind wir uns ganz allein. Ja. Ich bin normal hier. Gar nicht. Ist der Zug hier so richtig gut, also ICE4, aber haben mit Bremsen. Das ist genauso, weil sie hat das, was eigentlich man nicht Matten vor Gleisen arbeiten lässt. Ah doch, da kommt eins. Sind wir doch nicht so alleine.
jetzt kommt da ICE 4. War rot. Wir bleiben jetzt auf 160, weil da kommt das so super hier. Bei Streckenmonitor. Sie fahren. Ja, machen wir. Machen. Ich hoffe, dass wir langsam mal heizen können. Also. Helle haben wir jetzt noch 31 Kilometer. Naja, jetzt können wir wieder um die 60 bleiben, weil da wieder kommt. Und dann ist wieder auf Beschleunigen. Dann.
dazu. Jetzt mal schleunigen. Ja. Ja, gut, jetzt. Die Fahrdienstleitung an 1171, bitte kommen. 1171 hört. Nur mal eine Frage: Habt ihr irgendwelche Probleme mit den reservierten Plätzen? Naja, nicht wirklich. Müssen zwar ein bisschen improvisieren, weil wegen der geänderten Wagenreihung das nicht ganz mit den Reservierungen stimmt, aber das läuft ganz gut. Ja, das meine ich. Aber gut, dann habt ihr das ja alles im Griff. Ja, alles bestens. Der Zug wieder auf der rechten Seite. Mach Pause wie immer. Oder der wurde erst zur Seite gezogen, weil wir jetzt schnell geschmissen. Das ist knapp. Ich kann hier nicht aufstehen, auf Toiletten gehen, mit Diva und Bremsenglas, da können wir nicht auf Toilette gehen. Kein Spaß. Was schon, aber das jetzt dann hier so tapp mache und was weiß ich, das ist nicht so.
Warte ich dann bis nach Aufnahme. Sie fahren. Ach, mein Ziel. Lustig. Wir fahren jetzt bei Zelle vorbei. Linke Seite natürlich wieder Güterzug. Zug. Das sagen wir so.
jetzt bin ich mal gespannt, ob wir pünktlich sind oder nicht. Schon vor, fast wie Formel 1 sie zu fahren. Natürlich ein FIFA und Gas und Bremsen drücken, das haben die ja nicht. ZB und weiter auch nicht. Formel 1 ist ja Autorennen, kein Zielrennen. Aber Formel 1 hat ja Sommerpause jetzt und da bin ich mal gespannt, was Neues ist. Haben die CE4?
90 Kilometer sind wir da. Das ist ein langes Video heute. Oh, hi, Uber. Ja, man macht auch echt Spaß. Die Aufgaben gebe ich euch natürlich hier unter diesem Video. Wie immer. Und ja. In vielen ist das ja gefahren. Also die Einführung dann hier. Das, ich glaube, das gibt drei Aufgaben davon oder sechs. Keine Ahnung. SIFA.
Ja, ich... Wir kommen zu Ende. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Schreibt doch einen Kommentar unten zum Video. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch ein Aura sein. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hannover Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Es werden alle vorgesehenen Anschlusszüge erreicht. Das Zugpersonal wechselt in Hannover Hauptbahnhof. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt und wünschen Ihnen eine angenehme Weiterfahrt und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Nächster Halt Hannover Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So wie wir, wie vorhin gesagt haben, lasst doch einen Daumen oben, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch einfach oben. Und also das alles, was ich jetzt davor gesagt habe, hoffe ich jetzt wirklich, dass euch das Video wirklich euch gefallen hat. Wenn ja, wenn auch einen Daumen nach oben, schreibt doch einen Kommentar unter diesem Video. Besucht mich bei Facebook, Fanpage, lasst doch ein Abo da. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, euer Alexander LP bei die ECA. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. 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 Dann gut in der Zeit. Jetzt und das. Adieu. Zugbeeinflussung. Ich sehe. Heizmeer. Zugbeeinflussung. SIFA. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Alles klar. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. SIFA. Alles betätigen muss. Zugbeeinflussung. Türen geöffnet. Bip, 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 bip. Die Fahrdienstleitung in 1171, bitte kommen. 1171 hört. Feierabend. Bis Frankfurt fährt nun ein Kollege. Ich weiß gerade nicht wer, aber ist er schon da? Rüdiger, ja, der ist da. Prima. Dann schönen Feierabend und bis bald. Ja, wir haben... Danke, bis bald. Ja, wir haben nicht die Aufgaben geschafft, aber egal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch, schreibt auch einen Kommentar unter dieses Video, besucht mich bei Facebook.